Ich habe den Faden verloren. Ich habe ja... Also wie gesagt, das, was wir jetzt gerade erleben, ist die Geschichte, die die Akteurin, die wir jetzt am Anfang gesehen haben, schreibt. Genau. Und wir versuchen gerade irgendwie einen zerbrochenen Spiegel wieder ganz zu machen und da fehlt uns jetzt mindestens noch ein Teil. Wo wir eigentlich dachten, dass wir das Teil schon eingesammelt haben, aber nein, haben wir anscheinend nicht. Muss ich jetzt wirklich für das Teil runter in den Keller? Ja. Ich will nicht. I know. Ich weiß nicht. Oh Mann. Weißt du nicht, wir finden es hier im Badezimmer? Nope. Oder hier hätten wir da auch nochmal eine Tür. Oh Gott, hier ist auch nochmal eine Tür. Das ist so ein Lager gewesen, genau. Was ist das hier? Eine Uhr. Okay. Red Pox. Haben Sie Rattenprobleme? Achso, das nehme ich wieder mit. Okay. Was? Das ist halt Oma, ey. Domino! Haltet Schlitzohr. Okay, nee, hier ist leider nichts. Tja. Muss ich jetzt wirklich in den Keller? Jenny, wir müssen in den Keller. Los, komm. Wie viel Pflaster abziehen? Bring jetzt hinter dich. Dies hier Musik wird auch nicht bedrohlicher. Nee, klar. Hey. Oh Mann, ey. Wo man wirklich sagen muss, dass das echt ein fieser Keller ist. Ich sehe nichts. Also wenig. Ich sag mal, ich sehe nichts, aber ich sehe ein bisschen was, aber. Also heller wäre schöner. Okay. Hier ist gar nichts. Sieht's hier aus? Nix. Hey. Hier war was. Also, eine Ratte. Ey, ich finde doch nie wieder. Also, wenn mich jetzt gleich was jagt, dann habe ich ein Problem. Was? Lesen 3, 4, 5, 3. Schreiben alles Zeugnis. Ne? Oh, guck mal. Kunst und Musik. Sehr gut. Alles andere? Naja. Unser Töchterchen. Aber hier ist sonst nichts weiter, ne? Okay, ich laufe hier einfach gegen Pfahl. Ja, okay. Sackgasse. Was auf dem Tisch liegt, irgendwas auf dem Tisch? Nee. Nee. Auch nicht. Ja, nicht. Was sind da für. Ist das eine Zeichnung oder was? Ach nee, ein Waschbecken, oder irgendwas? Ja, ich überlege auch gerade, was soll. Achso, ist wirklich ein Waschbecken? Mhm. Okay, ja. Ja, gut. Also, mehr haben wir hier nicht. Also, mehr. Warte mal, wir können hier nochmal kurz gucken. Kann ich hier irgendwie so durch? Ja, ja. Ja. Das ist doch aber auch halt. Ist doch nicht normal. Hat aber nichts gebracht. Nichts. So, wir könnten jetzt nochmal. War doch gar nicht so schlimm. Nee, war ging bis auf die Ratten. Die kriegen mich ab und zu mal. Na, ich glaube, das Schlafzimmer ist dann halt. Was? Oh no! Wegen hier rot und grün? Ja, stimmt. Ne, how can two people who once loved each other so. Das haben wir ja gelesen. Also hier auch. Das ist ja interessant. War das auch im letzten Teil so? Das weiß ich halt nicht mehr. Ich glaube, ja. Also ich weiß, dass man sich, glaube ich, bei dem Add-on entscheiden musste, aber im Hauptgame. Okay. Also, hier ist nichts weiter. Jetzt gucke ich wirklich mal im Badezimmer kurz noch. Also kann ja sein, dass jetzt hier noch irgendwas ist. Den Zettel hatten wir schon. Aber hier noch ein Teil vom Spiegel, auch nicht. Lichtschalter kann ich nichts machen. Abgezogen haben wir schon mal. Wir können aber gerne nochmal abziehen. Weil es so schön ist. Also ich. Warte, was hier? Ah, das hatten wir auch Foto. Schon. Ja, dann müssen wir doch wirklich nochmal kurz hoch ins Schlafzimmer. Also, weil was anderes wüsste ich jetzt nicht. Wir können hier nochmal bei dem. Hier waren wir vorhin auch schon drin, ne? Ja, ja. Ja, nee. Wo ist der letzte Teil vom Spiegel? Ich tippe mal, der reagiert nur nicht richtig darauf, irgendwie auf das Spiegelstück, was wir da haben. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Wir haben's. Wir haben das Internet gelöscht.
Sauerei. Was ist das hier? Das war das Buch. Oh. Ja, ist mit dem Spiegelteil, oder? Did you see? Autsch. Okay. Und was jetzt? Kann ich jetzt hier rein? Nein. Aber was hat mir das denn jetzt hier drinnen gebracht? Außer, dass ich mich erschrocken habe. Können wir bei dem zerbrochenen Spiegel nicht, ist da jetzt nicht irgendwas, was wir mitnehmen können? Ein Puzzleteil? Also, was für die Leinwand? Ich sehe halt hier nichts, ne? Also, ich sehe, dass hier so Sachen sind, aber mehr habe ich nicht, außer diese Schubläden. Direkt am Spiegel? Wenn du da... Ist auch nichts, wa? Scheiße. Ist ja nix. Nothing. Haben wir das Buch gehabt? Nö. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal runter. Was ist jetzt unsere nächste To-Do? Wir gucken mal hier kurz nochmal. Nein. Okay, das ist jetzt ein bisschen mehr, oder? Ja, aber... Es bedarf noch einiger Zettel, die wir finden müssen. Ach, warte, jetzt malt er schon? Ja. Stimmt das? Ich weiß nicht, Ach, meine, was habe ich gesagt dazu? Meine Flamingos oder so, ne? Deine Fleischflamingos. Deine Fleischmingos. Warte. Moths, drawn to the fire between them. No matter if it the flame was desire, despair, or hate. Wir gehen einfach weiter. Aber hier? I hereby resign from service as maid in house. Mary Smith. Weil sie immer so lange Partys macht. Ja, wenn die Cops rufen muss. What? Ich wusste gar nicht, dass sie schon digitale Bilderrahmen hatten. Wo sich die Bilder ändern. Ey, aber entschuldige mal, jetzt muss ich mal fragen, was hat denn jetzt für einen Sinn gemacht, den Spiegel oben kaputt zu machen? Wir hätten also gleich aus der Küche in das Atelier gehen können und da quasi die Haut hinhängen können, oder was? Nee. Also, weil ich war ja vorhin drin und konnte an der Leinwand nichts machen. Ich musste wirklich erst den Spiegel zerbrechen. Okay. Warum? Weiß ich nicht. Weil das Bild ist ja noch nicht fertig gewesen. Nee. So unten. You're not well. You were sweating and shaking all night, and now there you are, locked in your workshop as usual. This whole tortured artist nonsense has got to stop. Got to stop it. Sweating, shaking. Okay. It's not like I'm some drunkard. I know how to handle my liquor. Das weiß ich nicht, ob du das wirklich weißt. You keep the fire in your office just to stop me, don't you? Wenn du dich jetzt mal umdrehst, Benny, und hier das Bild neben der Tür anguckst, durch die wir gekommen sind, das finde ich wirklich das eins der verstörendsten Bilder, die ich kenne. Das Schöne ist, dass ich nicht so viel davon erkenne. Das ist also von Goya. Das ist quasi Zeus, der von Kronos verschlungen wird. Okay. Ja gut. Ich, ja. Absolut verstörend, irgendwie. So, hier kann ich wieder nur drehen. Okay. Cool. Und hier sonst noch was? Nee. Gut. Immer weiter. Oder auch nicht. Don't push me away. Ey, du hast mich doch jetzt geschubst. Ja. Also. Weil du angefangen hast. Niemals. All I asked for was an edible meal. At least one that had any taste at all. Jetzt nimm mal das gute Paprika mit. Nimm die Paprika mit.
Handstuhl? Ja. This is my house. You can't keep locking me in. You're so afraid of fire. How can you cut off the means of escape? Okay, kann ich nicht durch. Ich muss Richtung Fahrstuhl. Suddenly everything I find relaxing is a fire hazard. Ich geh mal weiter. Zack. So, hoch oder runter? Also links oder rechts? Das ist eine gute Frage, Benny. Okay, mal wieder rot, nicht. Oder was? Oder blau? Was? Er ist weiß, also das andere, da hat er gar keine Bewegung gemacht. Anscheinend waren wir schon ganz unten. Okay. Und jetzt gucke. What? Tja, wer war denn da? Defy death. Defy entropy. Defy the flames. Finish it! Finish it! Dum, 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 dum. Okay, ist abgeschossen. Okay. Ist vielleicht jetzt noch nicht mehr abgeschossen? Oh, schade. Here are the calculations you asked for. You need to also include the cost of lamps for every room. I don't care how much it costs. She's afraid of fire. We will have electricity, and that is that. Aha. Tja, wenn du natürlich Angst vor Feuer hast, irgendwie kannst du ohne alle mit Kerzen anmachen. Das funktioniert ja noch nicht. Hallo? Was ist hier los? Was ist das denn? Oh! Uns fehlt noch ein. Nee, uns fehlen vier. Vier? War das jetzt nicht. Hä? Na, waren echt? Die. Die wir gesammelt haben, waren alle weiß. Okay. Oder? Täusch mich jetzt nicht, oder, Chat? Was? I can't, was? I can't be undone. Das kann nicht ungeschehen gemacht werden. Let's talk about the symbolic aspects of your work. I'd rather not. Why is that? A symbolism is a word that gets thrown around a lot, usually when people don't really know what to make of you. The worst question you could possibly ask me is, what did you mean by that? If it was that simple, I wouldn't have painted it. I would have just told you. Of course, we can talk in general about themes that have always inspired me. Duality, conflict. I think that all art revolves around some sort of struggle. Whether or not we're able to see it, of course, is an entirely different matter. Sehen wir durch den Spiegel? Ach du Schande. Komm mit. Ich wollte. Oh Mann. The soul. I need it to be perfect, striking, vibrant. Life, fire! Oh, no. Hey. Why? Oh, warte mal. Rechts von uns ist, glaube ich, ein Stück Leinwand. Beende es. Na, nee, doch nicht. Doch! Ja, hast du recht, das sind die weißen Dinge. Tja, Kinder, deshalb sollte man auch keinen Farbverdünner mehr trinken, irgendwie. Dann passiert sowas. Dann wird man so. Hier sind die Calculations. Was hatten wir schon? Hey, jetzt. Was? Bilder. Jetzt bin ich und Benny nochmal in saufen gehen. Ja, kann ich mehr, lass mich. Das fand ich jetzt nicht so witzig. Was war das hier? Oh, nee, dann gucken wir uns doch erstmal nochmal kurz den einen kleinen Raum an. Mit der Klavierspielerin? Mhm. Das ist eine Falle, ich seh doch. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg.
Also, eigentlich... arme Bild. Sah schön aus. Also vorher. Oh, komm, jetzt passiert doch gleich was. Jetzt will sich der Lager, ist ja auch fies. So, jetzt haben wir wieder die Entscheidung, war links oder rechts, ne? So, Chat, ihr seid wieder gefragt. Links oder rechts? 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. So, wir haben einmal links. Noch links. Auf beiden Seiten ist dasselbe Bild. Oma sagt rechts. Wir haben zweimal links, zweimal rechts. Hör ich noch einen rechts? Hör ich noch einen links? Der Dave da würde wahrscheinlich schreiben, oben. Oh, eine Tendenz geht zu links. Zu links? Okay, dann gehen wir Richtung links. Dann links it. Dann ist er links. Die Mehrheit hat entschieden. Ja, weißt du, warum die sich für links entscheiden? Guck dir mal die Fußspuren an, wohin die gehen. Ach, ihr habt da schon wieder viel mehr gesehen, Chat, als wir. Alles unfair. Ah, schön, schön, schön. Jetzt haben wir es wieder, ne? Jetzt heißt es natürlich wieder links, ne? Weil wir folgen wahrscheinlich den Footsteps. Ich mach's einfach mal. Soll ich jetzt immer nach links gehen? Also gut, rechts sehe ich jetzt nicht, aber... Was? Der war fies jetzt, Oma. Der war fies, ne? Ja, okay. Das ist doch ein schönes Mahlzimmer. Da würde ich mich auch gerne mal einfach hinsetzen und einfach mal gucken. Ja, einfach ein bisschen die Bilder auf mich wirken lassen. Genau, wir machen jetzt hier die Tür zu, setzen uns jetzt hier hin und sagen, so für die nächsten 3 Stunden gucken wir uns einfach so verschiedene Bilder an. Einfach so hier, ne? Zack. Ach, schön. Ich würde gleich am nächsten Kronleuchter hängen. Oh, und ein Schlüssel. Das ist eigentlich wichtig. So, und wir sind wieder in dem Flur? Nein. Manny macht Ain of Creepy Dawn. Mhm. Ist ja aber doch unsere. Wie gesagt, dazu sind die Kanaldinger da, haut sie raus. Oh, ist aber schön, da bleiben wir wenn. Also auf jeden Fall. Sieht freundlich aus. Ja, auf jeden Fall, ja. It's been a while. It took me 6 months to be able to hold a pen again. 6 long. And painful months. But I finally did it. It still hurts, but the pain is just bearable enough for me to jot down a few lines. Oh, the things we take for granted. Wow, that's deep. I think I better rest some more before I put ancient philosophers to shame. Ja, unsere Frau hat scheinbar eine etwas längere Rekonvaleszenzzeit gebraucht. Segen nur! Und vorbei, das schöne Wetter, das Ulbi. Warum? Weil du nicht aufgegessen hast. I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Eve, mach mal deinen Kopf so ein bisschen nach links, so Richtung meine, so dann kann ich die Warte. Nein, ich hab eine Latenz. So. Alles gut. Ich hab weggepackt. Wisst doch, 100 Striche. Ja. Für seidig glänzend. Seidig glänzend, ich wollte es gerade sagen. Ah, der Avalon, Alter. hoppala. So, was haben wir hier? Nice, mice, bald, bloody spots, hair, not mine. Where are the scissors? Ja, also hat ja so Ähnlichkeiten. Also ich sehe jetzt auf diesem Bild, sehe ich jetzt Ratatouille, ne? Wo dann so Remy auf dem Kopf und so den... Egal. Nee, ich sehe da tatsächlich eher Meister Splinter, der sich wieder über die Turtles aufregt, weil die schon wieder Pizza bestellt haben. Oder so. Warte mal, ist das jetzt hier wieder so ein Entscheidungsding? Ich hoffe nicht.
Okay, nee, Tür ist abgeschlossen. Nix Entscheidungsding. Schön. Nicht so schön. Oh, warte mal. Schön. Das ist schon der Punkt, dass du dich an beruhigende Dinge klammern musst. Also, noch geht's. Morphium-Rezept. Patientenname unleserlich, Datum unleserlich und Dr. Med William H. Green hat's ausgestellt. Green? Hello, my name is Dr. Green Doe. So, okay, warte mal, hier ist die Tür offen, hier können wir mal gucken gehen. Ist aber ein Schiff. Vielleicht sollten wir jetzt doch nicht mehr gucken gehen? Ja, okay, so würde ich sagen, lass uns mal nicht mehr gucken gehen. Okay. Oh, hier haben wir noch. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Mhm. Oh, schwierig. Nothing. They're getting smart. Ja, wie gesagt, er hatte halt diese Probleme mit den Ratten, ne? Ja, und anscheinend auch... Mit Alkohol, absolut, ja. Genau. So, wir gucken nochmal ganz kurz, was wir hier haben. Also, kommen wir hier weiter oder ist hier verschlossen? Ach du Scheiße, hier geht's auch nochmal rein. Melly fragt gerade die Frage, weiß jemand, warum an der Tür vom Fleischmingo wildblutige Kratzer von außen sind? Naja, nee. Also, eigentlich schon, aber ich will jetzt nicht so viel verraten, irgendwie. Ja, weil wir haben ja schon mal quasi das Original des ersten Teils gespielt. Und man will nicht zu viel vorwegnehmen. Aber das Wort Fleischmingo ist jetzt auf jeden Fall gesaved. Fleischmingo? Ja, Fleischmingo! Was? Warum speichert er? Warum? Ich sehe nichts. Was ist das? Oh, gucci. Das sieht doch so dusselig aus, wa? Ist auch wieder so ein Doppelgesicht, ne? So ein Doppelbild, ne? Also, war es doppelt. Genau. Bin ich noch im... Ja, okay. Hä, wo... Jetzt ernsthaft. Bin ich schon wieder... Oh Gott, ich hab mich schon wieder Verlauf! Aber man muss ja feststellen, mit dem Strom hat er wieder hingekriegt. Wir haben Strom. Mhm. Und Bilder schmeißen sich von links nach rechts und andersrum und... Genau. Ist das jetzt hier wieder so grün und rot Ding? Vielleicht Bingo, Tom Nicke. Which path? should I follow? Okay, also, ja. Welchen Weg soll ich gehen? Tja, wie ich schon damals glaube ich im Original sang, I follow. Kann ich hier irgendwie... hier kann ich sogar durch. Achso, ich kann mich auch für keinen Pfad entscheiden? Das wäre natürlich auch nice. Mann! Okay, gut. Okay, oh Gott. Gerade eben, warte. Ist ja egal. So, nee, okay. Grün oder rot? Lieber Chat, grün oder rot? Lasst es uns wissen. Have a huge guard. Green calms your nerves, you said. Ja, also ich wäre jetzt ausnahmsweise mal für grün, weil wenn er sagt, die Nerven beruhigen und so. Mal gucken, was sagt er denn bei rot? Jojo, rot! Rot! I always loved painting blood. Ja, das ist jetzt seine Aussage? Ich hab's immer geliebt. Sie war so schön blau, Alter. Blue, was? Immer noch blau. Ach man, T9 ist, was? Scheiße. Rot. Immer noch blau, grün. So, wir haben einmal rot, einmal blau, einmal grün. Also ich zähle jetzt mal 257 mit blau zu grün dazu einfach. Weil ich glaube, grün beruhigt mich mehr. Tatsächlich ist blau eher an rot dran. Auch für Rot. Ach Mann, warte mal, Jojo hat da jetzt wie, was? Ach, Bianca ist für Rot. Scheiße. Tja, dann haben wir bis jetzt erstmal 2-1 für Rot. Es sei denn, jemand möchte noch mitmachen. Melli? Jetzt kommt 257 mit Grün. Na, das so, wäre aber eine Entscheidung. So 50, ja, das wäre eine Aussage. Ja, aber dann wäre 50-50 wieder. Das ist wie mit dem. Da na gut, bin ich nicht grün. Oh Gott! Na komm, wir sind doch schon auf dem roten Weg. Achso, warte, das können wir schnell ändern. Okay. Siehst du? Siehst du? Okay, wir kommen in dem Rot. Ja, gut. Rot, is this the right door for you?
Nein, nein. Guck mal, die Stimme sagt mir nein. Wir ziehen doch gerade schon so schön den roten Weg durch. Ja, ist okay. Is this the right door for me? Okay, warte mal. Bei grün ist Männlein und bei rot ist Weiblein. Genau, richtig. Beim Rot haben wir tatsächlich eher die Geschichte der Frau. Okay. Und bei grün die Geschichte des Mannes. Ich finde die Stimmfarbe von ihr angenehmer als von ihm. Also entscheide ich mich für rot. Also, das ist... Gut. Gehen wir mal weiter. Mama, Papa, was macht ihr da? Wir kämpfen. Wrestling, Scrawlers, massive pulsating fur. Poison to paint. Fire. Final solution. Was? Ja, verbrennt die Ratten, verbrennt sie. Kill him with fire. Okay, hab ich. Wow. Was mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen macht, Benny, ist die Frage in der Option, ob wir quasi von Feinden getötet werden können. Mhm. Ob jetzt plötzlich hier quasi noch so ein feines System integriert wurde, wie in der Demo plötzlich, wo wir verfolgt werden von der Frau. Wahrscheinlich. Ich kann mich an die Demo doch geschnitten, warum kann ich mich daran nicht mehr erinnern? Verdrängungsmechanismen. Das ist einfach Verdrängungsmechanismen, Benny. Okay. We need to fight the darkness. Oh, Bunsenbrenner. Burn, motherfucker, burn. Kann ich hier hin und... Ich glaube, ich das Bild verbrennen. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. Ich hab eine Kerze. Eine Kerze. Das ist schon mal gut. Flump. Und Flump. Und. Ah, warte mal, was steht denn über dem Bild da? Links? Bekämpfe Feuer mit Feuer. Alles klar. Okay. Oh, haben Scheiße. Wir? Ich glaube, das war jetzt tatsächlich das aus der Demo. Ich glaube jetzt. Stell dich mal darauf ein, dass du jetzt eventuell sofort verfolgt wirst. Was? Ja. Warum? Warum? Keine Ahnung, weil die beknackter sind. Weil die ein Ding zu laufen haben. Ich weiß es doch nicht, wieso. Vielleicht, weil wir nicht den grünen Weg genommen haben. I never wanted it to come to that. But here we are. I will protect myself. Aber wir haben eine Lampe, Benny. Wir haben eine Lampe. Halte, um die Laterne zu benutzen. Ich kann die aber... Was ist denn da unten für ein Balken? Na, du, halt mal auf das ekelhafte Baby da. Okay. Also, oh Mann. Warum denn jetzt so eine Mechanik drin? Gott, was bist du denn? Du bist ja... Mach schnell wieder zu. Geht nicht? Nee, geht nicht. Schlüssel! Schlüssel, schön. Mach zu. Since my last letter, things only got worse. Yesterday a stool broke underneath me. My cup stuck to a kitchen table. We need new servants. These people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore. Okay. Vielleicht nicht für dich. Also, würde ich jetzt mal so vielleicht behaupten. So, Benny, weißt du, was mir wirklich, wirklich Angst macht? Was? Ich sitze hier heute mit einer kurzen Hose auf diesem Stuhl. Ja. Und ich habe tatsächlich schon Angst aufzustehen. Weil ich glaube, meine Oberschenkel sind, oder die Haut meiner Oberschenkel ist schon mit diesem komischen Kunstleder hier verschmolzen. Ja, das ist... Das wird ein episches Peeling. Aber mal blöd gefragt, wie hole ich die Lampe raus? Linke Maustaste, oder? Ey, wirklich? Okay, krass. Ja, dann machen wir hier Licht an. Ja, okay, ich sehe aber ein bisschen schon was. Okay, so. Cool. Up today. I'm resigning from work at this house. I think I don't have to explain reasons. Okay. You know how life in this house looks. If I could give you some advice, think about show being more what? Understanding and a bit nicer to future servants. Mm-hmm.
Jetzt überleg mal bitte irgendwie, du musst jeden Tag mit einer Person sprechen, die so eine Stimme hat. I'll do it myself. Can't be that hard. So. Das wäre schwer. Das wär, ja, gar nicht so schön. Why can't you understand? I'm working in here. I swear, if I'm interrupted one more time. Ja, was passiert dann? I thought it would be harder. Okay, ich frag mich nochmal. Bone shouldn't break so easily. Yeah. Ellie schreibt gerade, sie soll ein Handtuch auf den Stuhl legen. Nur so ein Gedanke. Aber es nehmen wir, Alter, ich sehe immer noch aus wie so ein. Ist so warm hier drin. Okay. Jetzt ist diese Tür. Achso, hier so ein. Genau, musst du die Lampe aufhalten, oder? Ja, also. Würde ich jetzt denken, dass ich hier so da das ranmachen muss? What the? Mach aus! Tritt aus dem Scheiß, das ist voll uncool, Mann! Ich komm nicht raus! Hast du schon mal an der Tür gedrückt? Ich. Wow. Oh, sie Silent Hilt. Ich. What? Ich kann nichts machen. Oh, von außen. Ruppelt jemand. Ja, dann komm doch rein. Also, rette mich. Ich hab ein Problem. Warum? Guck mal, ob du jetzt die Tür benutzen kannst. Da ist keine mehr. Nur noch Gedärm, das ist toll. Ja. Kann ich hier irgendwas mit der Kerze machen? Auch nicht. What? What? Okay, ich geh raus. Tor ist offen. Oh Gott. Oh Gott. Klingt schön. Ja, jetzt kommen wir wieder in den Bereich, wo die Demo war. Echt? Ja. Oh. Also immer wenn ich jetzt mittlerweile so ein Grammophon sehe, habe ich so Blue Knee Vibes. Das war so fürchterlich. The only thing that could make her smile. Ich sag, jetzt muss ich das Ding hier auflegen. Komm, DJ Benny, bring it on. Okay. Lass den Schellack brennen. Ja, wir sind im Schlafzimmer. Mhm. Can I be on Okay. Okay. Ja, das sieht doch jetzt wieder halbwegs normal aus. Okay, ich komm trotzdem nicht raus. Jetzt stell dir mal vor, irgendwie, willst du da einen schönen Abend machen? Komm, Schatz, ich leg mal so eine richtig fette Platte auf, Alter. Was denn sowas, ey? Oh Gott. Oh, was ist denn das für eine fürchterliche Zeit damals gewesen?